Hallo aus Weiden, melde mich aus dem schönen Burgenland. Bin ja wieder retour aus Italien. Muss den letzten Tag, den letzten schönen Sommertag ausnützen. Es ist zwar nicht ganz so warm wie in Italien, aber trotzdem herrlich. Dafür, dass wir jetzt schon Mitte Oktober haben, wir der Tour so ja, 60, 65 Kilometer entlang vom Neusiedlersee. Ich freue mich. So schaut es da unten aus. Das ist jetzt die Strecke zwischen Weiden und Bodersdorf. Schön ist es da. Aha, da kommt der kleine Aussichtsturm. Da muss ich natürlich auch hinauf. Zweifel, dass der Boden hart genug ist und darüber kommt, ist auf die Info. Ich nicht glaubt, dass ich darüber komme. Das ist quasi die Neusiedlersee-Ebbe. Auf diese etwas größere Plattform werde ich auch raufgehen. Aussichtswarte nennt sich das sogar noch. Und ein netter, schattiger Rastplatz. Irgendwie noch immer kein richtiger Weg in die Zivilisation. Eine Aussichtsplattform, eine kleine, dafür befahrbar. Ich bilde mir ein, dass ich da schon mal war. Und zwar auf einer Runde, die von Mörbisch begonnen hat. Dann habe ich über Neusiedlersee übersetzt. Ich kann mich ziemlich gut erinnern. Wow, da ist noch Spätlese. Mitten im Nirgendwo. Thank you.
jetzt in Mönchhof. Jetzt der sogenannte Hexenwald. Hoffentlich fliegt man keiner entgegen. Die Boosterkapelle. Aussichtsturm live, Großtrappe, Zurndorf. Da haben wir ein paar Leute einen heftigen Durst gehabt. Hinauf auf die Warte. Wenn ich jetzt sagen würde, der Ausblick ist überwältigend, dann wäre es leicht übertrieben. Habe ich aber eher erwartet. Schön war's, die Tour im Burgenland.